Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von World of Warcraft in den Classic-Leveln. Wir sind hier immer noch auf dem Weg zum vermissten Fischer. War doch der vermisste Fischer, ne? Gucken wir mal. Der vermisste Fischer, genau. Und gucken mal, ob wir den hier finden. Bin ich hier überhaupt richtig? Irgendwie müsste doch die Straße hier weiterführen. Das Hasspranken-Territorium. Ne, das ist irgendwie nicht korrekt. Ich muss noch ein bisschen weiter in die Richtung. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall auch, warum wir hier auf der Karte nicht eingeblendet kriegen, die Erzvorkommen. Es liegt daran, dass wir keinen Bergbau gelernt haben. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch. Denn Bergbau mache ich ja dann mit meinem Druiden zwischendurch, damit wir auch gute Juwelen für unseren Hexenmeister basteln können. So, habe ich mich jetzt hier irgendwie verfranst? Weil irgendwie sollte hier doch auch noch ein Lager gewesen sein hier unten. Weil so ver... Das kann nicht wahr sein. Die Katze... Die Katze kann einfach nicht ruhig sein. Ich weiß nicht, was da los ist. Und das ist auf jeden Fall hier auch verkehrt, wo ich bin. Na gut, dann gehen wir erstmal da auf die Insel, gucken mal, was mit dem Fischer los ist. Was haben wir denn da noch für ein Vieh? Scheiße, jetzt ist er nicht mehr da. Ich wollte gerade gucken, was das für ein Haustier ist. Aber was soll's. Gucken wir erstmal nach dem Fisherman's Friend. Und hier wäre zum Beispiel ein Erzvorkommen gewesen. So, wie weit sind wir jetzt eigentlich gewesen mit unserem Beruf? Das würde mich immer interessieren, während wir schwimmen. Bei 47 von 75. Das war schon mal gar nicht schlecht. Ja, die erste Zeit habe ich das sowieso immer nur so gemacht, dass ich ihn mit den Stoffen herstellen aufsteige. Und ich glaube, uns fehlen noch 3 Punkte, dann könnten wir nämlich den nächsten Stoff auch herstellen, wenn wir den dann irgendwann mal finden sollten. So, auf der Insel sind wir schon, die haben wir auch komplett schon erkundet, dann würde ich sagen, gehen wir querfeldein. Ich hoffe nur, wir kommen hier irgendwo hoch. Oh, da läuft schon der erste Moonking durch die Gegend. Kommen wir hier hoch? Oh, sehr schön. Das ist gut, das ist sehr gut. Die sind jetzt nämlich auch schon aggressiv. Das heißt, die greifen uns an, wenn sie uns sehen. Mondschwingenbau. So, was haben wir denn hier für Viecher? Graue Motte und Kaninchen brauchen wir beide nicht. Oh, da unten steht ein Baum mit Namen. Wie heißt denn der Baum? Fundan Smile. Und der bewegt sich, das sieht so krank aus. Okay, meinetwegen. So, was haben wir da? Graue Motte und Kaninchen, graue Motte. Noch eine graue Motte. Was ist denn das da? Okay, das scheint nichts zu sein. Und da haben wir den Steg, der gemeint ist beim Fischer. Da sehen wir auch schon auf dem Steg das Fragezeichen. Und das war schon kurios. Als ich das vorhin gemacht habe mit meinem Druiden, da ist der überhaupt nicht da gewesen, der Questmob. Also beziehungsweise der Questgeber, der NPC, der ist einfach so aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie ein übergreifendes Kanal übergreifen. Der sitzt hier nämlich schon wieder nicht. Der sitzt hier erst, wenn wir ein bisschen warten. Da, habt ihr gesehen? Da ist irgendwas passiert, dass der jetzt erschienen ist. Aber ich weiß nicht, was das war. Meine Familie, was habe ich getan? Was hätte ich tun sollen? Warum werde ich so bestraft? Was noch blieb? Wir lebten viele Jahre in Frieden mit den Kreaturen dieser Insel. Ihr könnt euch vorstellen, wie überrascht ich war, als sie den Strand stürmten und uns angriffen. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, wurde aber sofort überwältigt, als ich aufgrund der zahlreichen Schläge in Ohnmacht fiel, betete ich, dass meine Familie nicht leiden muss. Erwachte und alles war ruhig. Der Sand war rot, von Blut getränkt, mit ihrem Blut. Man hätte sie vollständig verschlungen. Ach, man hatte sie vollständig verschlungen. Ich sehne mich nicht nach Rache, Crazy Bane. Ich wünschte nur,
Ich wünschte mir nur, dass man mir ihre Überreste bringt, damit ich sie ordnungsgemäß bestatten kann. Okay, dann holen wir dir doch mal einfach die Überreste deiner Familie wieder. Und was ist denn jetzt hier los? Ich möchte hier weiter. Dankeschön. Da ist auch wieder der andere Spieler aufgetaucht. Keine Ahnung, was das ist. Und wir müssen anscheinend die Moonkings töten und hoffen, dass die die Überreste seiner Familie ausspucken. Das ist ja auch ganz schön eklig. Die fressen die einfach komplett auf. Die Menschen, die Armen. Was haben wir denn da? Nee, das ist nicht das, was wir suchen. Der ist da hinten schon am Kämpfen. Graue Motte wieder. Homo, haben wir auch noch so ein verfressenes Vieh. Ich muss näher ran. Ich wollte gerade sagen, wolltest du mich verarschen? Wie nah willst du denn noch ran? Nein, das waren auch nicht die Überreste. Was haben wir da? Eine graue Motte. Immer diese grauen Motten. Wenn man mal das Vieh sucht, was man haben will, findet man es nicht. So, immer noch nicht. Mann, 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 ihr seid ganz schön geizig, was das Droppen angeht. Dann frisst das hier. So. Und wehe dir, du hast spuckst die vier, die Überreste nicht aus. Mann, 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 wie wir sehen. Oh, da hinten ist ein Murloc-Dörfchen. Da können wir eigentlich gleich mal vorbeischauen. Da können wir eigentlich mal vorbeischauen. Was ist das denn? Wieso? Ach, ist doch scheiße. Hier ist zum Beispiel das Viech, was ich haben wollte. Ein Stinktier. Jetzt habt ihr es ja gesehen. Stinktiere müssten normalerweise auch zu bekämpfen sein, aber irgendwie gerade nicht. Irgendwie weigern die sich gerade. So. Da haben wir sie, die Überreste der Familie. Und hier gucken wir mal eben das kleine Dörfchen, das kleine Hütten von den Murlocs. So sehen sie aus, wenn sie dann mal länger leben. Ich lasse mal rankommen. Komm mal her. Ach ne, der schmeißt gerade mit Pfeil und Bogen. Von mir aus auch das. Auf jeden Fall ist er tot. Und wir können hier mal weg. Gehen wir mal auch vom Strand weg, weil es muss ja nicht sein, dass wir da jetzt von einem Murloc zum nächsten rennen. Die umklatschen müssen, wenn wir dafür noch keine Mission haben. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zum Steg, dem das geben, und ich glaube, dann müssten wir hier auf der Insel dann noch fertig sein. Dann ist der Fischer beruhigt, die Seele unserer Auftraggeberin wird dann auch beruhigt sein, und wir sind hier unten auf jeden Fall fertig. Ich frage mich nur gerade, ach doch, ich glaube, ich weiß, wo wir hin mussten. Ich glaube, ich bin viel zu weit weggerannt. Weil es gab noch einen anderen Weg. Ich glaube, ich gehe gleich hier mal am Strand entlang. Und dann müssten wir da nämlich auch zwei Quests noch wieder bekommen. Aber jetzt geben wir hier erstmal die Quest ab. Jetzt müssen wir gleich erst nur wieder warten, bis der Typ auftaucht. Da habe ich mir vor heute Morgen einen Wolf gesucht. Und alles abgerannt, da bin ich hier ins Wasser gesprungen, weil ich ihn nicht gefunden habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass er einfach so auftaucht. Meine Frau hieß Talrissa und meine Tochter Magwin. Wer nennt denn eine Tochter Magwin? Da ist ja einer. Okay. Ich danke euch. Ihre Geister können nun in Frieden ruhen. Das freut mich doch, werter Herr Angler. Du hast auf jeden Fall jetzt wieder Seelenruhe und ich kann meines Weges weiterschreiten. Wo müssten wir eigentlich hin? Wieder zur Azurwacht. Gut, da gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Und wenn wir dann da sind, einmal den Strand entlang. Wir gehen jetzt hier aufs andere Festland von der Insel wieder runter. Das dauert ein bisschen, also weil das ist doch schon ein ordentlicher Weg ist, den wir da zurücklegen. Was haben wir da oben noch? Wieder eine graue Motte. Graue Motten interessieren mich nicht.
So, dann schwimmen wir mal eine Runde. Gut wäre es jetzt, wenn wir irgendwie die Möglichkeit hätten, schneller zu schwimmen, aber das ist uns nicht vergönnt. Wie schaut es denn da aus? Achso, Leben ernten. Stimmt, das hatten wir ja auch gelernt. Das hatten wir ja auch gelernt. Mit Level 30 können wir dann wieder was lernen. Mit Level 45, 60, 75 und 90. Interessant. Was ist mit dem Löschpulver? Talent entfernen Löschpulver. Aha. Von mir aus. Und wenn wir nicht gestorben sind, schwimmen wir noch morgen. Ja, cool wird es später auch noch, wenn wir dann unter Wasser kämpfen müssen und questen müssen. Aber das ist dann auch immer relativ hart, weil hier bei WoW hat man Atem. Da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht zu lange unter Wasser bleibt und da ertrinkt. Das ist mir auch schon das eine oder andere Mal passiert. Meistens dann in den Gebieten, wo viel Wasser war. Da haben wir auch Nager. Hatten wir eigentlich, ich weiß, ich bin mir gar nicht so sicher, gab es bei Hearthstone eigentlich auch eine Karte, wo irgendwie Nager, wo ein Nager drauf abgebildet war? Zumindest nicht, dass ich wüsste, oder? Aber das sind halt so komische Fischviecher. So Fischwesen sind das. Sind auch ganz cool, aber sind auch recht schwer. Die sind doch relativ hart zu bekämpfen, vor allen Dingen später, wenn es dann viele Nager auch in Instanzen gibt. Vor allen Dingen finde ich es auch immer ganz interessant, die Instanzen zu finden, weil manche Instanzen sind echt gut versteckt. Wenn man sich da nicht auskennt, wo man suchen muss, da sucht man sich schon Wolf, weil man da durch ein Wasser schwimmen muss, tauchen muss und dann über eine Unterwasserhöhle in die Instanz reinkommt. Finde ich immer sehr tricky gemacht. Vor allen Dingen, weil ja WoW auch nicht eingekennzeichnet hat, wo die Instanzen sind. Und wenn das heute mittlerweile so ist, dass man einer Gruppe automatisch beitreten kann, wenn man halt hier über die Instanzgruppensuche geht, dann ist das ja sowieso kein Problem mehr, die Instanzen zu finden. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Sender, aber ist egal, wir schleichen uns einfach mal dran vorbei. Und dann müssten wir ja theoretisch gleich da sein, wo ich hin wollte. Komm hoch da. Was haben wir denn hier? Krassen. Ach, das ist ein Baum. Das sah gerade aus wie eine Fischflosse. So ein Endstück vom Fisch. Ich schieb wieder Hallos ohne Ende. So. Da am Ufer, da müssen wir hin. Da gibt es nämlich noch die zwei Quests, von denen ich vorhin gesprochen habe. Oder im letzten Part. Das zieht sich aber das liegt auch wirklich, das liegt auch daran, dass die, es ist einfach eine gigantisch riesengroße Welt, ey. Ich habe das mal versucht, zu Fuß von einem Ende des Kontinents zum anderen zu laufen. Das kann man ja machen, wenn man hier mal auf die Karte guckt, von hier oben einfach mal starten oder hier in Winterquell einfach mal starten und dann bis nach ganz unten runter durchlaufen. Da ist man schon all die ein, zwei Stunden unterwegs. Davon könnte aber auch ausgehen. Mittlerweile geht das ja. Mittlerweile kann man ja hier in den Klassikwelten auch fliegen. Wobei das dauert halt auch ein Weilchen, bis man da fliegen kann. Hallo! Kräkras Jumbo-Eintopf. Der Admiral hat wohl recht. Ihr seid ziemlich clever. Könnt ihr Kräker vielleicht aushelfen? Wenn ich der Mannschaft noch einmal Hühnchen vorsetze, werden's mich sicher Kiel holen. Hab gesehen, dass es an der Küste nur so von Kriechern wimmelt. Bringt mir Kriecherfleisch und ich stehe für immer in eurer Schuld. Helft ihr einem ehemaligen Piraten aus der Patsche? Aber selbstverständlich helfen wir dir aus der Patsche. Hey Krieger, was gibt's heute zum Abendessen? Ja, Admiral, lasst mich nachdenken. Naja, der erzählt ihm jetzt, dass es dann Kriecherfleisch gibt und sowas alles. So.
Ein kleiner Anfang. Ich bin Admiral Odysseus vom Marinekommando der Allianz. Eine Plage der besonderen Art zwang uns dazu, an der Küste eurer Insel vor Anker zu gehen. Es beschämt mich, das sagen zu müssen, doch ein paar Goblins haben es irgendwie geschafft, sich als blinde Passagiere in den Frachträumen unserer beiden Schiffe zu verstecken. Letzte Nacht, als der Großteil der Schiffsmannschaft in den Kojen lag, schlugen sie zu. Sie stahlen unsere Navigationsinstrumente und sprangen von Bord. Anschließend verschwanden sie im Dickicht östlich von hier. Werdet ihr uns bei der Suche nach den Instrumenten behilflich sein? Es wäre eine großzügige Geste von euch. Ja, damit ihr hier wieder wegkommt, suchen wir euch doch mal eure Navigationsgeräte. Aber das machen wir erst... Oh, da haben wir eine Ratte. Das machen wir erst im nächsten Part, in 2 Tagen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder rein, wenn es weitergeht mit World of Warcraft in den Klassikwelten. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.